Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Metal Gear Solid für Twin Snakes. Ah, wieder ein bisschen Munition und sowas. Hä? Schießt da der Helikopter auf mich? Ich sehe es gerade gar nicht so richtig. Ah nein, da sind Soldaten. Wo sind die denn jetzt hin? Moment! Wo du mich abschießt, ich muss hier mal kurz weg. Ah, jetzt haben wir einen Stinger. Okay, jetzt können wir ihn abschießen, nehme ich an. Mal sehen, wie steuert sich die denn? Stinger, tragbare Boden-Luftrakete. In der Beobachtungsperspektive ziehen und mit Hilfe des Arknopfs feuern. Visier auf Ziel richten. Okay. Wo ist der denn? Ist er jetzt abgehauen oder was? Zwar sieht, dass ich hier eine Waffe gegen ihn habe, haut er einfach ab. Arschloch. Warte mal, jetzt bin ich ja immer noch auf der, na gut, nicht mehr ganz so hoch. Immerhin bin ich, habe ich mich abgeseilt, aber ich müsste auch so grob noch auf einer ziemlich hohen Höhe sein. Oh Gott, da muss ich mich, ich muss mich nicht die Treppen runterbegeben. Hier ist ein Fahrstuhl, das wollte ich gerade wissen. Snake hat ein Fragezeichen über dem Kopf. Kommt da jetzt der Fahrstuhl? Nein, probier's mal weiter. Ich wette, da passiert irgendwas Lustiges irgendwann. Oder auch nicht. Gut, ich rufe Otacon an. Oder rufen wir Otacon an? Der kennt sich mit sowas doch am besten aus. Snake, I'm heading your way. What are you talking about? There's something I've got to ask you. Well, what is it? Well, you see, I'll ask you when I see you. Bye. Wait a minute. Nein, ich wollte was wegen des Fahrstuhls wissen. Oh Mann. Gut, Campbell, vielleicht hast du eine Ahnung. Oder Naomi. The top is blocked, huh? Well, we can worry about that later. Why don't you go and see what's happening below? Der Fahrstuhl geht nicht. The way to the top is blocked, huh? Well, we can worry about. Meinetwegen. Wo ist Otacon? Gab's hier eine Treppe runter nach rechts? Habe ich das übersehen? Ja, oh, hier gibt's einfach einen Weg nach unten. Den habe ich tatsächlich einfach übersehen. Hier kommen doch bestimmt gleich tausende Soldaten. Wir können ja schon mal die Waffe ausrüsten. Oh. Habe ich unser Seil... Ne, unser Seil wurde zerschossen, oder? Ja. Also da geht schon irgendwas vor sich unten bestimmt, aber ich weiß nicht was, ich komme da auch nicht hin. The way to the top is blocked, huh? Ach, Schloch. Ich brauche Hilfe. Was ist, wenn ich Meryl anrufe? Ja, war ja klar. Ups, ne, ich wollte wen anders noch anrufen. Master. Der will auch nicht. Deep Throat. Die wollen alle nicht antworten. Dreist. Otacon, bist du vielleicht schon wieder da? Snake, I'm coming out there. Ich soll einfach warten, aber ich will doch nicht einfach warten. Moment, ist das hier eine Anspielung auf Hall? Oder Hell. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. H-A-L. Space Odyssey und so, bla. Unten geht's nicht weiter. Ist Otacon jetzt da? Ja. Don't shoot.
It's me, don't shoot! It's me, Snake. Otacon, how'd you get here? Well, it wasn't as dramatic as your entrance, believe me. I'm afraid of heights. You were watching? Yeah, I was watching. I was riding in the back of their truck, thanks to the stealth camouflage. How did you get up here? The elevator, of course. The first floor of the circular staircase was destroyed. That's why I took the elevator. The elevator was working? Yeah, that's right. Seine Brille ist wieder heile. Die ist doch kaputt gegangen, als wir in der Zelle waren, so hart angepackt haben. Oder sah das nur so aus? You're incredible. Like a movie hero or something. No, you're wrong. In the movies, the hero always saves the girl. You mean Meryl? Sorry, forget I said anything. Snake, there's something I've really got to ask you. It's why I followed you up this far. Have you ever loved someone? That's what you came to ask. No, I mean, I was wondering if even soldiers fall in love. What are you trying to say? Do you think love can bloom even on a battlefield? Ist in Meryl verliebt. Yeah. Weil sie eine Soldatin ist, hat er gefragt, ob Soldaten auch in Liebe fallen können. Any place, people can fall in love with each other. But if you love someone, you have to be able to protect them. Oh, jetzt ist er traurig. I have a favor to ask. Uh-oh. Don't worry, it'll be easy. I told you before, I won't hurt anyone. I don't want you to. Okay. The elevator is stopped down there. I want you to get it to move. You see? That's weird. It was working before, but now it isn't. Maybe the panel's broken. Can you fix it? It was working before. If it's the mechanism, leave it to me. I've gotta go and swat a noisy fly. Okay. I'll stay here and hold the fort. Good luck. You really look like hell. Are you okay? Don't worry. If I do this, it doesn't matter. I just pretend like I'm not here. And then I'm not scared. Irgendwie knuffig. Strange logic. I'm counting on you. Ich meine da gerade was auf dem Fahrstuhl gesehen zu haben, sowas wie eine unsichtbare Silhouette, also sowas wie Otacon halt auch ist. Oh, wir können hier hoch, jetzt. Aber irgendwie, jetzt weiß ich, ich glaube, ich kriege hier auch keinen guten Blick drauf. Wahrscheinlich sah das nur so aus. Gehen wir mal hoch. So, jetzt gucke ich mich um, bevor ich höher gehe. Ne, da ist keiner mehr. Sind da noch irgendwo welche? Kann ich hier schon mal vorgucken? Okay, ne, sieht nicht ganz so aus. Jetzt bin ich aber trotzdem... Die sehe ich ja nicht, ich habe ja auch kein Radar gerade. Ah, da sind zwei sogar.
Hä? Habe ich nicht getroffen? Anscheinend nicht. Ah, jetzt habe ich beide getroffen. Na, diesmal müssen wir nicht so hoch, oder? Wir waren doch schon relativ weit oben. Hm, ich kann immer nur eine Treppe höher gucken. Also, so richtig gut. Das ist Baukunst. Ey, wir haben da eine Kamera. Wie können wir es noch sicherer machen? Tut da drei Kameras hin. An dieselbe Stelle? Ja klar, wieso nicht? Ich denke mal, hier könnten wir auch einfach die Granaten, die entsprechenden, benutzen. Aber da bin ich jetzt zu faul für. Das wird wahrscheinlich viel schneller gehen. Aber hey, ich habe jetzt eh schon hiermit angefangen. Ach, wisst ihr was? Drauf geschissen. Das sind vier Stück. Ich hoffe, das reicht auch für diesen ganzen Turm. Ich denke mal, das reicht immer für ein Gebiet. Und da renne ich jetzt auch einfach mal durch. Aber ich kann mir natürlich nicht sicher sein. Verdammt. Es hält gar nicht so lange, wie ich gedacht hätte. Aber ich glaube, ich habe es geschafft. Okay, hier sind auch nirgends mehr Kameras. Oder? Ne, ich glaube nicht. So. Stinger, ja. Moment, wo ist hier die Tür? Ich bin hier noch nicht nur hochgelaufen für Munition. Moment. Ach, da ist die Leiter, genau. Ich wollte gerade schon sagen, ich dachte, das wäre jetzt auf einmal doch nur so ein Zusatzding. Das wäre ja schrecklich. Gut, also mit das Dinger machen wir den Helikopter jetzt fertig. So, jetzt habe ich hier immer einen Anschlag. Ja, das kriegen wir hin. Man darf halt nur nicht zu doll reindrücken in die Taste, dann wechselt er den immer so leicht durch. Beziehungsweise legt ihn an und ab. Bin wieder da! Du bist genauso Snake! Why are you calling me brother? Who the hell are you? I'm you! I'm your shadow! What? Ask the father that you killed! I'll send you to hell to meet him! Ja, schon ein bisschen sauer, oder? Snake, weg da, weg da! Stell dich irgendwo hinter, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ah, Moment, mit A. Okay, jetzt muss ich gerade suchen. Wo ist er? Da. Gar nicht so schwer, den zu treffen. Ja, ich denke schon. Ich denke, dieser Bosskampf wird nicht so schwierig sein, weil... Ich weiß nicht, gab es aber PS1 eine Ego-Perspektive? Na, okay, wahrscheinlich für diese Waffe schon. Ups. Habe ich ihn jetzt noch getroffen? Okay, wahrscheinlich ist es dann doch nicht so viel einfacher. Ich dachte gerade, hey, Moment, ich habe eine Ego-Perspektive. Die gab es auf der PS1 nicht, aber das ist natürlich Quatsch. Also für so eine Waffe werden sie sicher eine gehabt haben. Und ich, ja, ich könnte da ausweichen, aber ich habe noch genug Ration und so und keine Ahnung. Ich finde, die sind schon kreativ bei den Bosskämpfen. Ich habe nur halt allgemein, oh oh, nicht so viel Interesse an den Kämpfen.
Ich habe ihn getroffen. Okay. Ich flieg da unten drunter, oder was? Verdammt. Habe ich noch genug? Ja, ich habe auch noch genug Kugeln. Denke ich. Ich habe halt auf dem Radar diese rote Anzeige, das ist ganz praktisch. Hm? Hier trifft man ihn noch nicht. Okay, vielleicht brauche ich eine neue Taktik. Ja, hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Habe ich ihn jetzt nochmal getroffen? Hat das gezählt? Na, ich weiß, wo du bist. Okay, ich treffe ihn tatsächlich zweimal, wenn ich mich anstrenge. Ja, bleib hier. Na, verdammt. Ich weiß, wo er ist. Okay, er hat auch nicht mehr so viel Leben. Das ist ganz gut. Hm? Hallo. Okay, er lebt immer noch. Der hat doch quasi kein Leben mehr. Was? Was hat er denn jetzt gemacht? Haben wir es geschafft? Ich glaube schon. Eat this. Natürlich! Was? Oh, ist das cool. Das war einfach cool. Das war richtig heftig cool. Snake, the elevator's working. You fixed it? No, that's the weird thing. It just moved by itself. It's headed your way now.
Is that so? Okay. That explosion before, what was it? Oh, I had to take out that helicopter. Helicopter? That's incredible, Snake. Listen, I just want to make sure again. This is the way to get to where Metal Gear is being stored. Yeah. The entrance to the underground maintenance base is towards the back of the snowfield ahead. Okay. Find a safe place to hide out for a while. I'm going underground. I know. You don't have to tell me. And stay out of my way. Don't try to be a hero or anything. Okay. Call me if you need to. Das mit auf der Rakete stehen und abspringen, das war schon unglaublich sexy. Ja. Und auch ziemlich... Doch, das war einfach gut. Okay, wir sind voll, wir brauchen gar keine. Wo kommt denn hier der Lift? Gut, hier kommen wir wohl nicht. Moment. Nee, das war nur Regentropfen. Ich dachte da wieder sowas Unsichtbares zu sehen. Wo kommt denn hier der Fahrstuhl an? Bei mir. Also er ist in meine Richtung. Ja, das habe ich verstanden, aber... War hier oben ein Eingang für den Fahrstuhl? Eigentlich war der auch da, wo Otacon auch geblieben ist, oder etwa nicht? Meinte er das vielleicht? Hm. Oh, Moment, hier kommen gleich ganz viele Kameras, nicht? Wo sind die denn das erste Mal? Okay, ich sehe gerade keine. Da kommen die. So, jetzt bin ich gespannt, ob die anderen wieder heile sind, obwohl ich sie zerschossen habe oder nicht. Die sehen eigentlich ganz heil aus. Das gefällt mir nicht. Naja, wenn wir diese Granaten benutzen, das war gerade blöd, geht's eigentlich ganz gut. Das ist natürlich das Nervige an fertigen Kameraeinstellungen. Kennt man auch aus den alten Resident Evil-Teilen. Okay, hier können wir erstmal noch ein bisschen weiter. Es reicht eigentlich nur nach unten zu drücken und dann läuft Snake den ganzen Weg schon eigentlich alleine. Weil die Kamera sich halt mitdreht. Aber ich will natürlich von selbst lenken. Gut, jetzt weiß ich, dass ich einfach nach vorne drücken muss, dann mache ich das auch. Kam hier noch irgendwo einer mit einer? Ja. Boom. Perfekt. Dann müssen wir gleich beim Fahrstuhl sein. Vorher würde ich gerne aber nochmal abspeichern. Ah ja, hier sind wir. Dann würde ich sagen... Machen wir hier einen kleinen Speicherpunkt oder lassen wir Mei Ling einen anlegen. What can I do for you, Snake? Du kannst das Spiel abspeichern. Wie immer. Was sonst brauche ich dich nicht. Snake, in China they say, when walking through a melon patch, don't adjust your sandals. That means that when things get really bad, you have to try to remember what's important. Keep things in the proper perspective, okay? Diese Sprichwörter sind teilweise so verwirrend. Egal. Man wissen ja jetzt weiter mit Let's Play Metal Gear Solid with Twin Snakes mit mir, eurem Vogel. Tschüss.